Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Evolution. Ja, ich habe dieses Eck hier jetzt weitergebaut. Ich habe es höher gemacht. Man sieht es gleich. Ups. Also das Eck habe ich soweit fertig gemacht, dass hier quasi eine große Wall und drunter noch eine ist. Das heißt, es ist 5 hoch. Ich habe allerdings das Problem. Also war vorher gerade, bevor ich jetzt wieder aufgenommen habe, wieder irgendwas hier herin. Das war allerdings, bevor ich die Ecke jetzt erhöht habe. Bin am überlegen, ob ich jetzt schrägen drauf baue. Oder ob ich oben drauf Ceilings baue. Und dort dann Spike Walls. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Moment. Ich meine, mir fehlt eh schon wieder Thatch. Das heißt, ich muss raus und mir Thatch besorgen. Das ist leider eines der ersten Dinge, die wir machen müssen. Ich habe auch schon wieder den ganzen Stein in der Basis abgebaut. So in der Hoffnung, dass das jetzt dann reicht. Ich habe euch eure Bedenken zwecks, dir wird die Basis dann zu klein, wenn du jetzt verkleinerst, auch wahrgenommen. Und ja, vermutlich habt ihr recht, gerade wenn ich davon ausgehe, dass ich wirklich noch eine Spinne oder zwei und zwei Spinos und ja und Rocktricks, davon reden wir mal gar nicht. Ja, okay, ich habe es verstanden. Ihr habt vermutlich recht, dass mir diese Basis dann relativ schnell zu klein wird, wenn ich das wirklich machen würde. So. Also gehe ich mal lieber davon aus, dass ich es nicht machen werde. So. Irgendwo habe ich dann mit Einzelwänden gearbeitet, deswegen muss ich, genau. Deswegen baue ich die hier von oben nach unten ab. Fangen wir an mit diesen hier unten. Okay. Aber 5 wird mir sonst zu hoch. Also. So. Ich habe jetzt vorhin noch einige von diesen hohen Wänden gebaut. Das da dürften sie sein, die etwas helleren, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir hier auf der Ecke alles so machen, dass wir die kleinen Wände woanders verwenden. Der Unterschied ist, die haben zusammen 40.000 HP, die anderen haben 10.000 einzeln. Was allerdings auch heißt, wenn man die wieder wegmacht, dann ist die komplette Mauer weg. You're encumbered. Ravager, kannst du mir kurz mal helfen? Schau mal, du nimmst kurz einmal diese 35 Wände, dankeschön. Genau, so. Zack, zack, zack. Da muss ich jetzt aufpassen. Natürlich habe ich jetzt zu viel entfernt. So. 0. Einmal hierher. Einmal hierher. Und dann 0. So. Okay. Das heißt, uns fehlen jetzt hier noch 2, 4, 6, 7 große Wände. Bis wir die gebaut haben, müssen wir wohl zumindest einmal einstweilen die hier bauen. Also.
hast. So, passt. So soll nachher alles dann quasi ausschauen. Und obendrauf würde ich sagen Ceilings, ja. So. Damit hatte ich vorhin eben angefangen. Das war das, was ich gerade unabsichtlich runtergeschossen habe. Das wäre dann quasi jetzt bin ich tiefer, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das von da hinkriege. Nee. Müssten wir dann von drinnen machen. Gut, aber auf jeden Fall sowas geplant. Wir brauchen jetzt erstmal Setch zum Weiterbauen. Die Transfergun nehmen wir mit, die Demogun können wir da lassen. Wir wollten hier auch noch Babys machen. Meines Wissens stehen hier alle auf Wonderwing, nur du noch nicht. Ob das jetzt sinnvoll ist, was ich tue oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Gut, die zwei kriegen schon Babys und so. Na wunderbar. Also mit dir gehen wir definitiv raus. Seid ihr zwei schon fertig? Nein. Das zweite Männchen muss auf jeden Fall da bleiben. Das können wir nicht riskieren. Das brauchen wir. Unser größter. Aber mit euch beiden können wir dann rausgehen. Dann können wir noch einen vierten mitnehmen. Zählen die nicht als Schwangere als zwei? Das wär's doch. Na komm. Mach weiter, ich brauche ein paar Ravager. 84. Ach, du bist weiter. Nee, nicht wirklich. Behavior disable wandering. Behavior disable wandering. 25 Minuten. Okay. Anhitstino. Right. So. Anhitstino. Right. Okay. So, die zwei Weibchen sind einmal trächtig. So. Behavior, disable wandering. Unhitch Dino. Right. So. Hitch Dino. So. Euch drei machen wir später. So, du kommst mit und du kommst mit. Habe ich dich jetzt? Nö, jetzt habe ich dich. So. Sehr gut. Gut, außerdem nehmen wir einen Megalosaurier.
Und der nimmt den Ravager. Okay, der nimmt alle drei auf Follow. So. Ich brauche noch einen Balbi. Du gefällst mir. Mitkommen. F1. Light. Sehr gut. Zumachen. Mitkommen. Du hast Level Up. So. Wir brauchen Fetch. Vielleicht sollte ich mir doch mal einen Trike besorgen oder sowas. Mir fällt jetzt zumindest nichts ein, was hier besser fahren könnte. Oh, ein paar Kristalle schaden auch nicht. Mhm. Die Ravager sind ganz gut beim Tragen. So. Okay. Okay. Frage ist jetzt natürlich, wie viel holen wir überhaupt? Ich meine, gut, das war jetzt zu wenig, das ist klar. So. Es sind nur noch ein paar kleine Bäumchen. Ich bräuchte mehr Holz. Oh, da hätten wir viel Stein wieder. Scheinbar alles respawned. Da oben ist eine Krabbe. Hm. Eins. So. So, da auch noch. Da hätten wir auch noch. Und da auch. Und da hätten wir auch noch. Ich brauche, glaube ich, schon langsam so eine Kantine, die wäre auch nicht schlecht. Kostet die, glaube ich, gar nicht mal viel, oder? Oh oh. Oh oh. Nein? Hilfe, Jungs! Ah, okay. Mahlzeit, Jungs. Hoffe, es schmeckt euch. So, bitteschön. Wie geht's der Schwangeren? Ach, 19 Minuten. Level? Das ist ein kleiner, okay. Da kann man egal sein. Hm.
So. Was bräuchte dann eigentlich für die Spikes? Wahrscheinlich Hide und... Ich weiß es gar nicht. Also warte, wenn ich die Metal Spikes mache... brauche ich Metallgut, da habe ich über 2000 davon. Wenn ich Metal Ingots brauche. Das wäre okay. So. Du hast 3 Level. Du hast 2 Level. Und du hast auch 3 Level. Gut. Gut, ein Trike wird alleine da unten wahrscheinlich nicht lange überleben. Aber wenn er ein paar Schutzhühnchen hat und ein Megalosaurier, dann müsste es eigentlich auch ganz gut hinkriegen da unten, oder? Und ich hätte halt schneller Thatch. Die Frage ist nur, wo finde ich hier am nähersten einen? Wie kriege ich ihn am sichersten hier runter? Das dürfte eher das Problem sein. Und da drüben ist noch was. Da ist noch was. Wenn ich ewig so Thatcher bauen muss, dann kriege ich irgendwann die Krise. Holz geht ja, das geht mit den Ratten sehr schnell. Stein geht auch mit dem Dödi. Oder mit dem Ankylo. Wobei ich gerne einen größeren Ankylo hätte. So. Aber Thatch muss ich hier echt so abbauen. Oder habe ich irgendein Tier, das das kann? Ich habe sie übersehen. Den Moschops habe ich jetzt auf Wandern geschickt, aber der hat bisher noch keine Bären gesammelt, glaube ich. Der hat noch gar nichts gesammelt. Jetzt weiß ich nicht, weil es in der Basis nicht wächst. Oder aus einem anderen Grund. Das werden wir noch sehen. Und der bräuchte auf jeden Fall ja auch wieder einen zweiten, weil der zweite Moschops ist ja weg. Den haben wir leider verloren. Oh. Ich habe richtig gehört, gut. Oh, war nicht gut. Oh. Keine Ahnung, was mich verfolgt. Weißt du, da ist ein... Weg da. Einfach nur weg da.
werde bald umkippen. Und ich schaff's nicht rechtzeitig nach Hause. Warum ist das so lahm? Jo, jetzt liege ich. Jetzt müssen wir warten. Ich sollte immer die Pilze mit haben. Das wäre nicht schlecht. Aber jetzt haben wir ein bisschen Thatch, also... Könnten wir mal eine Sichel bauen? Dann kann man die da unten immer wegmachen. Ah, ich blink schon wieder rot. Es wird wahrscheinlich wieder mein Tod, wenn ich mir so meine HP-Leiste und den Torpor anschaue. Ich könnte, glaube ich, noch was auf Resistenzen brauchen. Ja, ich bin tot. Ja, kleiner Balbi, ich bin dann gleich wieder da, nachdem ich gestorben bin. Jetzt fressen sie mich dann gleich, gell? Oder ich überlebe doch. Knappe Geschichte. Scheint, als würde ich doch überleben. Na gut. Dann sollten wir mal was für unser Überleben tun. Oh, mit 50 Leben. So, komm mit. Eins, zwei, drei, alle da. Zu machen. Mitkommen. Passt. So, Thatch können wir mal da reinpullen. Also. Thatch. Pull. Kann man eigentlich alles da reinpullen. So, mal was essen. 7. So. Und da her. Und diesem Ravager. Daher. Und von diesem Ravager auch daher. So, wie geht's euch? Dir geht's gut. Dir geht's noch nicht wieder gut. So. Okay. Also, was hast du alles? Boah, es macht nichts. So. Rein da. Das gehen wir auch rein, das droppen wir. Rein, 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 rein. Organische Polymer gehen wir mal rein. Das gehen wir nicht rein. Das können wir reingeben. 1, 2, 3. So, ich bräuchte jetzt, was habe ich gesagt, 7 von den Wänden noch. 7. Und dann nehme ich jetzt Ceilings. Moment, dann schauen wir erstmal nach den Spike Walls. Fiberhide Metal Ingot. Okay. Und jetzt ist nur die Frage, bauen wir die auf Ceilings oder auf Schrägen? Ich würde fast sagen, nehmen wir Ceilings. Metal Spike Walls. Machen wir mal bitte 10.
So, wo ist mein Futterdruck? Da. Hinein, hinein. Auch alles hinein. So. Das nehmen wir uns mal, dafür geben wir die rein. So. Und ich stelle mich jetzt endlich mal daher, damit ich dann wieder gesund bin. Ja, so ist es schön. Genau. So, das reicht. Also, ich brauche hier. Ich brauche die hier. Ich brauche die hier. So. Und jetzt habe ich die Demogun vergessen. Mist. Ja. Passiert. Braucht er endlich einen Weg hoch? Könnten wir sogar von da dann bauen. Demogun. Aber jetzt brauchen wir keine Transfergun, jetzt brauchen wir die Demogun. Ceiling. Noch eine Ceiling. Ja. So, die Ceilings kommen daher. 9. Ah, so komme ich jetzt hoch, gut. Dann kann man diese hier wegnehmen. Sehr gut. Und direkt quasi hier dann weiterbauen. Jetzt müssen wir mal schauen, welche kann man wieder wegnehmen. Also ich brauche nur auf die Haltbarkeit schauen. 40.000, 10.000, 7. Null. Sieben. Null. Das ist lustig, jetzt bei dem Licht könnte ich es nicht unterscheiden. Oder? Nee. Null. Sieben. Zehntausend, zehntausend und 40.000. Okay. Sieben, acht, so. Null. Und 0 und dies ist fertig, sehr gut. Mhm. So. Na komm, lass mich hier da rein da. Das hier kommt rein. Ich brauche noch ein paar Ceilings. Wie wäre es mit 15? Achso, muss ich ja da machen. Okay. Das da rein. Chatfenster wieder weg. Theoretisch könnte man sie sogar komplett überdachen.
Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Null, null. So. Okay, ein paar brauche ich noch. Dann haben wir ja auch so eine Art Wehrgang. Wenn das klappt, machen wir das auf der restlichen Mauer genauso. Müssen wir mal schauen. Und wir könnten eine Wasserversorgung nach unten machen. Dann müssen wir nicht von oben wieder runter. Muss ich mir mal anschauen, ob es nicht leichter wäre. Gut, ob da hinten jetzt einer ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. So, jetzt kommt das interessantere Projekt, nämlich das da. Kann ich die irgendwie drehen ohne. Ne. Doch, oh ja, warte, kann ich. So. Ja. Nein. Pick up. Pick up. Ich brauche noch drei oder vier Ceilings, damit ich das besser ausrichten kann. Kriege ich die noch hin? Wie lange habt ihr noch? Oh, nicht mehr lang. Komm mit einmal. Stehen bleiben. Genau. Du auch? Mitkommen. Stehen bleiben. Und du bist ja ein Männchen. Genau, du bist jetzt gerade egal. Du hast doch mit der Zeugung nichts zu tun gehabt. Und du darfst nur zuschauen, wie alle anderen schwanger werden. Eigentlich bist du ein armer Hund. So. Ja, dann kommt's. Bitte Hunger. Nee, das schaut nicht aus wie ein Baby. Wollt ihr jetzt einen Spoiler haben, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber ich glaube, ich warte noch, bis die Babys da sind. Na, kommt's. Okay. Okay. Also. Oh, ist das süß. Der ist ja niedlich. Komm mit. Komm mit. Na gut, dann kriegst du halt so mal Fleisch. So, jetzt du? Ich hol dich gleich aus deiner Mama raus. Na komm. Och, Zwillinge. Wo ist das zweite? Wie kommt man ans zweite ran? Zweiter, komm her. Except. So. Okay. So, die Mutter bitte ein Stückchen weg. Dankeschön. Und die drei Babys kommen bitte hierher. Alle drei. Hierher. Hierher. Was haben wir denn da? Zwei 62er und ein
78er. 78er ist männlich, okay. So, ich würde sagen, ich bringe die 3 jetzt einmal auf 10% und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und machen die nächsten Babys und machen mit dem Gehege weiter hier. Also, ich sage Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal.